Der Staudesfahrzeug, oh, die erste Tiere, wurde problemlos hier absolviert, in Führung gehen mit der Startnummer 110, Frank Schulz vom Hoffmann Motorsport auf seinem Daihatsu. Gefolgt von 115, Bernd Stürmer. Und der 137, Stefan Armbrust. Du, wie gesagt, das tankt er heute Abend nicht mal nach. Das kann ich anbieten. Hans Schulz, ja, alles gewinnen. Die kommen auch nicht. Die erste Runde läuft im Moment. Lass genug Blech da, oder? Der Spitzelfahrer hat auch genug Blech da. Mit 110. Das meine ich ja wohl. In Exertal, das hat seinem Auto das Knick gebrochen. Weiß ich. Bei der Du kannst die Bahn jetzt komplett einsehen. Liegt das vielleicht, dass der Laub gefallen ist? Ja, und so wird jetzt hier natürlich ein ständiger Positionskampf, speziell um die dritte Position zustande kommen. Gelbe. Und in dieser Klasse Serie Tourenwagen ist es kein anderer gewesen als Bernd Stürmer, der auch mit auf Platz 2 liegt. Letztes Wochenende der Meister um den Deutschlandcup geworden ist in der Division Serie Tourenwagen. Einen Vorsprung vor Dirk Ulver. Das hat sich also im letzten Lauf des Tages, letztes Wochenende dann erst entschieden. Also ganz frisch gebackener Meister, der jetzt auf Platz 2 liegt. Vorne aber in Führung, Stand bei 110, Frank Schulz aus Rot-Rode, der Manager für Hoffmann Motorsport. Wie gesagt, ganz kurz, dieses sind zwei Fahrzeuge, die also das ganze Jahr über schon zusammen gekämpft haben. Ausgefallen die Startnummer 13, das ist die 113, dann Volker Lange. Und Volker Lange ist der amtierende neue Juniorenmeister, ebenfalls in Österreich. Gewonnen, ist also der Meister im Deutschlandcup geworden, aber der hat mächtig Vorsprung gehabt, sodass er eigentlich schon am Tag feststellt, dass er der Juniorenmeister im Jahr 2013 war. So, ein Ausfall für Bernd Stürmer, da wird das Auto schon ganz langsam und qualmt. Wir hatten ja letztes Wochenende auch schon die Probleme, dass dieses Auto immer gequalmt hat. Aber jetzt für ihn die Meisterschaft im Sacke und dann gewinnt er ihn nicht mehr, sondern fällt aus. Aber wie gesagt, er hat sein Jahresziel ja erfüllt. Er ist Meister in Deutschland geworden. Hier der Sieger jetzt mit der Startnummer 110. Oh, ich glaube, das sieht er nicht, wie er jetzt Alarm macht. Vorlauf der Serie-Tourenwagen bis 14 Zentimeter.